Heute geht's um Autos mit jede Menge Batterien unter der Haube. Wie ihr alle wisst, gibt's natürlich in Forza Horizon 5 eine Handvoll Elektroautos. Es sind zwar immer noch nicht so viele, aber hey, immerhin gibt's welche. Und ich dachte mir, es wäre doch mal ganz interessant zu sehen, welches der Elektroautos das schnellste ist. Einmal Stock, also ungetuned, und einmal getuned. Da ist auf jeden Fall teilweise noch ordentlich Luft nach oben bei den Karren. Deshalb würde ich sagen, wir quatschen gar nicht lang drumherum und legen einfach los mit den 5 schnellsten Elektroautos in Forza Horizon 5. Unser erstes Auto ist der Lotus Evija von 2020. Ja, der Lotus Evija ist neu dazugekommen in Forza Horizon 5. Ich denke mal, das hat mittlerweile jeder mitbekommen. Es ist ein wunderschönes Auto, gerade was das Design angeht. Es ist zwar ein bisschen ungewöhnlich für den einen oder anderen, aber mir gefällt es auf jeden Fall. Und auch von der Leistung her ist einiges möglich. Ich habe euch das Ganze einmal Stock getestet, also ungetuned, auf diesem erweiterten Dragstrip. Das Ergebnis davon war, dass ich die Endgeschwindigkeit von 356 km/h erreicht habe, was Stock eigentlich gar nicht so schlecht ist für ein Elektroauto. Dann habe ich mir natürlich wieder ein Tuning rausgesucht. Ihr findet die Freigabecodes auch immer eingeblendet, also keine Sorge. Um dieses Tuning zu testen, bin ich aber wieder auf die Autobahn gegangen, weil dort ist es ein bisschen, da gibt es einfach noch einen kleinen Boost mit dieser Abfahrt. Und dort bin ich auf 464 km/h gekommen, was schon sehr, sehr schnell ist. Und ja, der kann auf jeden Fall mit dem einen oder anderen normalen Auto, also nicht elektrisches Auto, mithalten. Und damit unser erstes Auto, der Lotus Evija, mit einer Endgeschwindigkeit von 464 km/h. Wir machen weiter mit dem 2020er Porsche Taycan Turbo S. Auch dieses Auto ist neu in Forza Horizon 5, leider nicht mit dem Sound, den er in echt hat. Das hätte ich derbe gefeiert. Auch den bekommt ihr mittlerweile hinterhergeworfen in Forza Horizon 5, also kostet nicht mehr die Welt. Also habe ich es auch hier wieder Stock getestet auf unserem Dragstrip. Das Ergebnis war, dass ich auf nur, in Anführungszeichen, 276 km/h gekommen bin. Also jetzt im Gegensatz zu dem Lotus Evija. Aber mit einem passenden Tuning, ein bisschen anschucken und auf jeden Fall die Abfahrt am Highway, kommt der Porsche Taycan Turbo S auf eine Endgeschwindigkeit mit diesem Tuning von 445 km/h. Ich schätze mal, der ein oder andere wird vielleicht noch ein bisschen mehr rauskriegen. Aber wie gesagt, viel mehr geht nicht. 445 km/h Endgeschwindigkeit mit diesem Tuning für den Porsche Taycan Turbo S. Wir kommen zu unserem dritten Auto, den 2019er Racer Tachyon Speed. Ja, der Racer Tachyon Speed, der kam ja in Forza Horizon 4 neu dazu. Das heißt, er ist quasi nicht mehr so neu in Forza Horizon 5, auch wenn es noch nicht so lange her ist, dass er in Forza Horizon 4 released wurde. Die Unterschiede von Stock auf Tuning waren nicht so begeisternd. Denn Stock, also auf dem Dragstrip, habe ich eine Endgeschwindigkeit von 390 km/h erreicht. Anschließend habe ich natürlich wieder nach einem passenden Tuning gesucht, das bestenfalls auch sehr, sehr schnell ist. Habe natürlich eins gefunden, aber auf der Autobahn bin ich dann mit dem Racer nur 5 km/h schneller gefahren. Das heißt, mit Tuning auf der Autobahn mit Abfahrt war die Endgeschwindigkeit nur 395 km/h. Ist nicht schlecht, aber damit ist es auf jeden Fall nicht das schnellste Elektroauto im Spiel. Unser viertes Auto ist kein geringerer als der 2019er Rimac Concept 2, auch Rimac Nevada genannt. Auch der kam in Forza Horizon 4 neu dazu, ist quasi nicht mehr so aktuell in Forza Horizon 5. Aber trotzdem ist der Rimac das schnellste Elektroauto momentan im Spiel. Er kommt Stock auf dem Dragstrip auf eine Geschwindigkeit von 420 km/h, 420, you know it. Und mit passendem Tuning, inklusive Autobahn, inklusive Abfahrt, habe ich eine Geschwindigkeit von 471 km/h erreicht und das ist schon wirklich krass. Ich meine, der Rimac gilt ja als schnellstes Elektroauto der Welt. Das wurde auch in Forza mal wieder bestätigt, denn 471 km/h Endgeschwindigkeit, das toppt so schnell kein Elektroauto. Also zumindest von den anderen. Wir kommen zu unserem fünften und letzten Auto, nämlich der NIO EP9. Ja, nagelneu dabei. Seit 2-3 Wochen ist verfügbar das chinesische Elektroauto NIO. Optisch auch eine 1A, würde ich mal sagen. Also mein Geschmack trifft es vollkommen. Allerdings von der Leistung her ist es jetzt nicht so heftig. Ich habe das Ganze einmal Stock getestet. Da bin ich auf 313 km/h gekommen. Und einmal mit meinem Tuning, das ich mir rausgesucht habe, auf 343 km/h. Also ihr seht, es geht noch ein bisschen was mit einem Tuning. Allerdings ist der jetzt nicht so der Endgeschwindigkeitsboss. Dafür hat er aber ein krasses Handling. Mir gefällt er auf jeden Fall. Auch wenn ich jetzt schon öfters gespaltene Meinung gelesen habe. Aber damit unser fünftes Auto. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende mit diesem heutigen Video mit den 5 schnellsten Elektroautos in Forza Horizon 5. Haut mal raus, welches von den Autos euch am besten gefällt. In den kommenden Videos werde ich auch noch ein bisschen was mit Beschleunigung und Drag machen, also wartet einfach ab, was da kommt. Ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Macht's gut, Peace. Haut rein und ciao.